So, wir verlassen bei Regen, Unwetter, Sturm diesen Platz hier und fahren irgendwo, ja, Stefan hat was rausgesucht, irgendwo geschützter, wo es nicht so windet. Ach, jetzt haut es aber auch wieder den Regen raus, Mensch. Ach, muss das jetzt sein? Ja? Boah. Na, da halte ich jetzt nicht ab, den Müll rauszubringen. Ja. Oh, hier steht das Wasser, schau mal, in Sekundenschnelle, ne? Was der eine sagt links, der andere sagt rechts. Nee, rechts. Hä? Links. Nach 100 Metern biegen Sie links ab, dann biegen Sie links ab. Sehr Windgeschützer, dass ich ihn nicht stelle. Nee. Doch, natürlich. Windgeschützer sind nicht. Biegen Sie rechts ab. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Oh weh, hier wackelt ja alles. So. Oh, hier stehen wir ja noch beschissener wie vorher. Ich meine jetzt vom Wind her. Ja? Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das ist mal hier zu kriminell mit dem Wind. Es ist Aussicht ist schön. Hat der nicht so eine steile Anfahrt. Reinfahren, das ist alles Matsche. Wie ist das? Autokarawans. Aber es ist zu Matsche, Schatz, da. Der Platz ist schon mal da. Alles überschwemmt. Eine alte Brücke. Thank you.
jetzt unterwegs und schaue mir die Stadt nur ein bisschen an und gehe einkaufen. Hier fließt der Fluss dann ins Meer rein. Die Einfahrt zum Hafen, der da drüben drin liegt. Und dann haben wir hier die Seeschiffe und eine kleine Promenade am Hafen. Sehr ruhig, das meiste hat alles geschlossen. Nicht viel los hier zur Zeit. Alte, schöne Häuser verrotten hier. Alter Reichtum, aber leider geht alles flöten. Da. Adieu, wir verlassen diesen Stellplatz, der war... Nach rechts abbiegen, um auf Avenida Estación zu bleiben. Dann nach rechts abbiegen, um auf Avenida Estación zu bleiben. Der war eigentlich recht schön, dieser Stellplatz hier. Aber vom Wetter jetzt her habe ich mich da oben nicht so wohl gefühlt. Ja, hier quatscht wieder jeder rein. 500 Meter rechts abbiegen auf Calle Gilpa Ordorico N634. Die Navis halt. Boah, geht's da tief runter. Also das Wetter hat hier heute einen Charme wie im Frühling. Mal Sonne, Wolken, Regen, Gewitter, es ist alles dabei. Wind. Und naja, wir müssen es halt so hinnehmen, wie es ist. Oben ist jetzt die Eisenbahnbrücke, die konnte man ja von unserem Stellplatz aus sehen. Dann erreichst du das Ziel. Dann rechts abbiegen.
fahren wir jetzt mal die kleine Stadt hier an. Podelero heißt sie wohl. Schauen wir mal, was wir da entdecken können. Ich drehe mal. Da hinten stehen wir. Lavadero, eine Wäscherei. Mittlerweile regnet es wieder da drüben, da stehen wir im Hafen. Jetzt gehe ich zurück und nass. Da kann man reingehen, ist sogar beleuchtet. Super. Ich muss warten. Wie immer. Da stehen wir heute über Nacht und es sind noch zwei deutsche Wohnmobilisten da. Ja, du musst auch dein Senf dazugeben. Ja. Was ganz Besonderes. Und es regnet und regnet und regnet und regnet. Hallo ihr Lieben. Guten Morgen. Wir melden uns mal zurück. Ja, wir haben jetzt hier eine Nacht verbracht in Codelero. Codelero. Ja. Am Hafen, im Hafen. Im Hafen und haben die ganze Nacht Regen gehabt, volle Pulle. Furchtbar. Und heute ist es so, Regen, Sonne, Regen, alle voll April. Naja, du musst ja sagen, wir haben schwere Gewitter gehabt die Nacht. Ja, also ja. Das war so laut, Wahnsinn. Also ja, das halt wahrscheinlich hier durch die Berge, da das Meer und das Hafenbecken. Also das war schon extrem. Ja, und immer wenn die Sonne scheint, ziehe ich mich an, schnappe den Hund, gehe los und dann geht voll der Regen los. Jedes Mal gehe ich zurück, ziehe mich aus, mache den Hund trocken, komm rein. Dann scheint die dann Sonne. Scheint die Sonne, dann geht, und das geht andauernd so. Also voll Aprilwetter. Ja. Aber es ist hier wunderschön, der Ort ist klasse. Aber wir haben uns entschieden, jetzt hier weiterzufahren. Mhm. Und hier oben ist es mit Stellplätzen recht rar. Die Campingplätze haben alle zu. Und die Stellplätze sind von der Bewertung her teilweise nicht so gut und ja, sind nicht so viele halt. Nee. Und da fahren wir jetzt mal die, die möglich sind, ab. Und jetzt an. Ja, an klappern ab. Wir ab. Wir klappern sie alle ab. Ja, und dann starten wir jetzt wieder durch. Ja. Ne? Achso, ich wollte noch in eigener Sache was sagen. Und zwar wird oft mokiert, dass wir die Auflösung mancher Probleme nicht einstellen. Das liegt vielleicht auch daran, dass unverhoffte Dinge passieren, die eigentlich so, man hat nicht direkt die Kamera in der Hand oder das Handy und man ist selber so begeistert und euphorisch, dass auf einmal das uns gelingt, aber im Nachhinein wir vergessen, die Auflösung mit in den Film reinzubringen. Also es tut uns wahnsinnig leid, das ist keine Masche oder kein Dingens, wir sind keine Profis, wir sind Amateure und deswegen
verzeiht uns bitte. Also wenn sowas passiert, dann schreibe ich das in den Kommentaren, wie wir das gelöst haben. Oder aber wir werden uns jetzt bemühen, ja, das aufzuzeichnen. Es ist halt, ja, was passiert, das passiert, aber man hat ja nicht die Kamera immer sofort in der Hand. Wenn wir was vergessen, was euch wichtig ist, dann schreibt uns einfach, dann können wir das ja noch beantworten. Ja, das ist ja kein Problem. Das erlebt. Ne? Sorry dafür. Starten wir durch? Wir starten durch. Okay. Ach. Wir sind immer noch unterwegs auf der Suche nach einem Stellplatz. Also das ist sehr schwierig heute. Wir haben jetzt bestimmt 6-7 Stück angefahren und boah, ich schalte nochmal. Guck schon mal das Gebäude da an. Hast du das gesehen? Ja. Das sah ja urig aus. Ja, hier gibt es wieder so tolle Häuser. Tolle Gebäude. Ne? Alte historische Dinger. Sagenhaft. Und die verfallen. Ja, es verfällt leider hier vieles. Aber es sieht irgendwie alles so schick aus, boah, ne? Toll, ja. Naja, mittlerweile haben wir wie viel Uhr? Jetzt haben wir es 3:15. Für den Rheinländer. Jetzt ist es 15.45 Uhr. Genau. Ja, und das Wetter spielt uns immer noch Kapriolen. Also Sonne, Wind und Regenmix. Immer wo wir anhalten wollen, wo wir was besuchen wollen, fängt es an zu siffen an. Aber wie? Naja, jetzt müssen wir erstmal einen Stellplatz finden. Ja, wir hätten schon auf den einen oder anderen Stellplatz bleiben können, aber da war halt Matsch und nichts los. Und jetzt hohe, bei Regen. Hohe Wiese, also gar nicht, dass wir da irgendwie, keine Ahnung. Wir müssen ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht wieder stecken bleiben, gell? Ein einfacher, aber zweckmäßiger Stellplatz. Wir sind die Einzigen hier auf diesem großen Platz. Es ist am Ortsrand eines kleinen Städtchens oder Dörfchens, wie man es nennen will, mit lauter nagelneuen Reihenhäusern. Eins nach anderen. Sie bauen noch mehr, ganz viele solche Reihenhäuser. Ich war noch nicht drin, ich muss mir das nochmal anschauen. Thank you.
Petra kauft ein. Es ist 6 Uhr und der Hund hat Hunger. Eine eingebaute Uhr. Und fressen. So lässt sich's leben. Guten Morgen. Heute ist Sonntag. So, für uns geht es jetzt hier weiter. Auf diesem wunderschönen Platz. Also durchaus im Sommer sehr attraktiv. Sehr groß vor allen Dingen. Es ist alles da, Müllcontainer, Wasser, Abwasser. Die Anfahrt ist ein bisschen steil, wenn man von der anderen Seite her kommt. Deswegen sollte man eigentlich die Ausfahrt benutzen. Ausfahrt. Durch die Berge. Oh, ein Panorama. Schau mal. Oh. Toll. Keine Angst. Tue ich doch gar nicht. Und ich hatte recht. Auch an der Tanke gibt es Baguette. Baguette Claudette.
jetzt in San Vicente de la Barquera. Ja, wir trotzen dem Wetter. Wir haben beide Männer da eingepackt. Sam hat ein Regencape an. Mein Mann die volle Natur. Montur. Und jetzt werden wir in die Stadt wandern. Die lautet? Comilla, ja. Mit geblühten Gebäuden von Gaudi und ja, lassen wir uns mal überraschen. So der Plan. Mal schauen, was wir hier entdecken können. Auf jeden Fall, ja, der Weg ist mühsam. Wir haben schon mal eine Mauer gemacht, um das zu schützen. Ja. Wahnsinn. Ja, aber wie das Wasser da guckt.
einfach fest. Also die ist vielleicht 50 cm breit von der Mitte. Ich war jetzt alleine in dem Gaudi-Haus, weil Petra nicht mit konnte wegen dem Hund. Und da hat sie hier ein Plätzchen im Trocknen gesucht. Gut, aber es war alles schnell durch. Ja. Winke, winke. Liebe Grüße an Gabi und Detlef, dass ihr bald wieder gesund seid, ja, Mensch. Alles Gute, viel Gesundheit. Ja, alles Liebe. Bussi, 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 bussi. Meine Frau schöner als alle anderen. Schau, wie schönes Wetter, hä? Ja, der Sam muss immer mal schnüffeln und pinkeln. Das ist wichtig. Wir gehen jetzt vom Liner for Two zum Liner for Two und besuchen unsere Nachbarn. Die haben uns netterweise eingeladen. Eine tolle Polierung. Eine dunkle. Cool gemacht. Hallo. 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 Soll ich schon ausziehen? Ihr wisst, ach was. Ich glaube auch immer mit Schuhen. So, dann gehen wir mal rein. Nach einem zünftigen Abend gestern bei Katja und Hans, an der Stelle noch einmal persönlich herzliche Grüße, vielen Dank für den tollen Abend, starten wir heute bei Regen, Sturm wieder durch von Camillas nach Bilbao. An dieser Stelle endet das heutige Video und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, kommentiert oder lasst ein Abo da. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin, das nächste Video kommt nächste Woche Samstag. Bis dann. Ciao.